Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und ganz genau, liebe Leute, wartet mal gerade, ich muss mal gerade... So, wir waren beim letzten Mal hier weiter im Polizeirevier unterwegs und genau, wir spielen Leon S. Kennedy. Cool sieht er aus hier, ne? Und genau, wir hatten beim letzten Mal hier dieses Schieberätselchen erledigt und haben da einen zweiten Edelstein bekommen. Ne? Und da gucken wir uns das doch mal an. Wir haben hier diesen zweiten Edelstein bekommen. Und ja, sind quasi weiter auf dem Weg durch das Polizeirevier. Und jetzt mittlerweile auf dem zweiten Stock. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was hier hinter ist. Ganz viele Zombies. Oh Gott. Wartet mal gerade, Leute. Ich muss mal gerade hier meinen... Sorry. So, meine Kopfhörer richten hier. So, wo sind sie denn, die Kollegen? Ach, da sind sie. Polizei-Zombies. Komm, schieß drauf, Leon. Ich würde die aber schon gerne sehen. Okay, da kommen sie. Das sind sehr viele. Ich würde sagen, wenn die mir zu nahe kommen, ja, würde ich eine Schrotflinte nehmen, aber wie viel Schuss hast du noch, Leon? 6 Stück. Okay. Okay, dann. Der ist umgefallen. Dann machen wir mal weiter hier. Und ja, da bin ich mal gespannt, was hier noch in dem Polizeirevier so abgeht. Es war so klar, ne, dass der aufsteht. Es war so klar. Ah! Leon, lad doch nicht nach. Okay, er ist tot. Gott sei Dank. Der andere, der zuckt auch. Und hier ist keine Musik. Okay. Ja, ganz genau. Wir gucken uns weiter hier um. Wir sind auf der oberen Etage. Und haben hier zwei Räume zur Auswahl. Alles klar. Ich kann da Stars lesen. Das Stars-Büro. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es kommt bestimmt einige Erkenntnisse hier. Weil es geht ja um die Stars-Mirror im Prinzip, ne? Schau mal, wir sind im Büro der Stars angekommen. Nichts Verdächtiges oder Ungewöhnliches. Okay, Leon, dann gucken wir uns den Raum mal Schritt für Schritt an. Wow! Schaut mal! Noch eine Schrotflinte. Ja, wenn wir die am Anfang nicht gekriegt hätten, hätten wir sie jetzt erst gekriegt, ne? Und dann hätten wir bei dem Licker am Anfang ganz schöne Probleme bekommen. Zum Glück haben wir die am Anfang gekriegt. Verschiedene Geräte und Instrumente. Hier haben sie offenbar Informationen gesammelt. Ja, Leon, völlig neues Gebiet hier. Für dich, Stars. Scheint interessant zu sein, wa? Akten über verschiedene Fälle. Nichts, was hilfreich sein könnte. Hier stehen ungeöffnete Kartons rum. Sieht's aus wie der Schreibtisch eines Neulings. Eines Neulings. Oh, ach nein, schaut mal an, ein Erste-Hilfe-Spray. Das erste im Spiel. Okay, alles klar, da haben wir das auch eingesammelt. Ein Schreibtisch eines Neulings. Ich kann mir schon denken, wer das ist. Aber ich denke, ihr wisst auch, wer es ist, ne? Oh, was haben wir hier? Das Bild eines jungen Mannes. Ich würde wetten, das ist ihr Freund. Eine Gitarre? Cool. Ah, schaut mal da. Jills Mütze. Das ist Jills Mütze, liebe Leute. Ja. Der Schreibtisch von Jill Valentine. Ziemlich aufgeräumt. Die Gitarre. Der Schreibtisch ist unaufgeräumt und schmutzig. Also hier das krasse Gegenteil. Er spiegelt wahrscheinlich den Charakter seines Besitzers wieder. Wer ist denn der Besitzer? Chris Tagebuch. Gut, also Chris, du hast hier rumgesaut. Chris Redfield. Hier geht's hier drum. Den Helden aus Teil 1. So. Sein Tagebuch als 8. August. Ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören.
Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihre T-Virus-Forschung betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Es geht also um, also er hat quasi das niedergeschrieben, was im ersten Teil abging. Okay. Aber das gesamte Anwesen ging bei der Explosion in die Luft, zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. Ja, das ist schon verständlich, ne? Ich meine, wer will gegen seine eigene Firma schießen? Das ist nicht immer gut. 17. August. Wir erhalten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. 24. August. Mit Jills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen an einem neuen Projekt begonnen, dem G-Virus, eine Variante des Original T-Virus. Och, hört mir auf mit Varianten, ey, ich kann's nicht mehr hören. Ach, aktuelle Sachlage und so. Naja gut, hier geht's um andere Viren. Okay, haben die denn noch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Ja, Chris hat seine letzten Worte an Claire gerichtet, die hier auch rumläuft. Oh, und schaut mal da. Wir haben eine Einhornmedaille. Okay. Höchst interessant. Oh, Cutscene. Leon. Hi, Claire. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Ja, eine weitere Zusammenkunft zwischen Leon und Claire. I can't believe what is happening to this city. Ja, das fällt mir auch ein bisschen schwer zu glauben, Claire. Sagt sie noch was? Nee, okay. Ja, interessant, ne? Dass Claire auf einmal in die Tür reingekommen ist, als wir das Tagebuch gelesen haben. Sie guckt sich den Schreibtisch von Chris an. Ja, Claire, dein Bruder hat dir einen Saustall hinterlassen, ne? Ganz toll. Gut, alles klar. Nichts Verdächtiges oder Ungewöhnliches. Gut. Ja, das werden wir öfter erleben, diese Zusammenkünfte. Finde ich immer ganz passend gemacht eigentlich. Es scheint eine Replik einer Waffe zu sein. Der Besitzer ist wahrscheinlich ein Sammler. Barry und so? Ne? Könnte hinkommen. Barry war ja auch so ein Waffenfreak. So, was ist das hier? Hier liegt alles zerstreut, ne? Völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Okay. Was mir hier einfällt, ne? Auf dem Regal ist nichts Nützliches zu finden. Was mir hier einfällt, ist, dass es hier, glaube ich, irgendwie ein Easter Egg versteckt gab. Ich glaube, das war so, ja? Nichts Nützliches zu finden. Was sind das da für Medaillons da? So, was haben wir hier noch? Ach, schaut mal an. Munition gefunden. Sehr nice. Alles klar, das Riesen-Stars-Logo. Was haben wir hier? Ein Bild der Mitarbeiter von Stars. Schaut mal, das ist doch cool. Hier sehen wir mal die ganze Stars-Abteilung. Eigentlich kennen wir schon ziemlich viele, ne? Also ich würde sagen, der Typ unten rechts mit dem Halsband, das war, glaube ich, der aus diesem Trash-Intro aus dem ersten Teil Resident Evil. Der Jose hieß er, glaube ich.
Links daneben Jill. Erkennt man wahrscheinlich. Links daneben Chris. Dann der links neben Chris, den kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Den dann links daneben auch nicht. Aber vielleicht wisst ihr besser, wer es ist. Oben rechts mit der braunen Jacke, das könnte Barry sein. Dann rechts daneben, das ist wahrscheinlich der Hubschrauberpilot, Brad. Dann links daneben, links neben Barry, klar, ne, mit der Sonnenbrille, Albert Wesker. Ja, und die anderen kennen wir noch nicht. Ich glaube, die lernen wir im dritten Teil dann kennen. Ne, ich glaube, das war so, ja. Verschiedene Trophäen. Auf einer davon steht Sieger des diesjährigen Schützenwettbewerbs, Chris Redfield. Hey, er hat den Schützenwettbewerb gewonnen, der Typ. Nicht schlecht. Cool. Und ja, wie gesagt, Zusammenstoß mit Claire. Claire, wir müssen leider gehen. Wir können nicht die ganze Zeit hier in diesem schönen Stars-Büro bleiben, ganz ehrlich. Wir müssen uns weiter hier erkunden. So. An diesem Samstagabend tatsächlich nehme ich das auf. Gerade Eis essen gewesen, ist ja wieder ganz schön warm draußen geworden, ne? Und das muss einfach sein. So, was haben wir denn hier? Hier ist so ein Haken. Keine Ahnung, auf jeden Fall nur ein Gang. Okay, was ist das? Ein kleiner Lüftungsschacht. Er ist viel zu klein, als dass ein Erwachsener hindurch passen könnte. Ich glaube, selbst Claire würde da nicht reinpassen. Oh, verschlossen. Unter dem Schlüssel ist ein Pick eingraviert. Alles klar, das heißt, hier ist erstmal Dead End, Freunde. Wir müssen wieder zurück. Warte mal, habe ich die Kisten schon? Ja. Wir müssen wieder zurück. Trifft sich ganz gut, weil ich brauche wieder Menüplatz. Mein Menü ist schon wieder voll. Und dann können wir kurz an der Kiste vorbeilaufen. Das ist ja jetzt auf dem Weg hier im Prinzip, ne? Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Resident Evil 2. ja, wird auch rege geschaut von euch. Finde ich gut. Ohne euch würde es nur halb so Spaß machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich hoffe natürlich, dass euch das nach wie vor weiterhin hier gefällt. Und, ja, würde ich mal sagen. Ach, dieser geile Soundtrack wieder. Wir müssen nur Sachen kurz in die Kiste packen. Wir können hier leider nicht lange bleiben. Die Einhornmedaille, die kann ich mal mitnehmen. Der eine Schuss. Ja, muss ich rausnehmen. Es wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, an dem ich den nochmal brauchen werde. Aber erstmal nicht. So, jetzt wird es hier gerade dunkel drin. Wartet mal. So. Kurz Licht angemacht. Ja, Samstagabend, wie gesagt. Es ist 8:30. Und ja, 8:30 wird es langsam dunkel mittlerweile. Haben wir schon September. Offizieller Herbstanfang sozusagen. So, was haben wir denn jetzt hier? Dann lass ich... Oh Gott. Oh. Oh. Was war das denn? Oh. Boah, ich bin erschrocken. Leute. Lass mich in Ruhe. Och. Lass mich in Ruhe. Oh. Alter Schwede. Ich kannte diesen Schreckeffekt noch. Aber dass er jetzt hier kommt. Alter. Okay. Puh, Herz, beruhigt dich mal wieder. Es ist nichts passiert. Oder haben die mich jetzt beschädigt, die Zombies da, die Säcke? Nee, haben sie nicht. Guckt jetzt hier auch irgendwas raus, ey. Ich geh mal lieber an den Fenstern vorbei. Ich hab Angst hier, ey, echt. Okay. Puh, einmal durchatmen. Das war schon echt übel. So,
So, hier waren wir ja auch, ne? Hier ist ja diese verschlossene Schublade. Oh, diese Musik hier, die ist einfach so geil. Hier haben wir nochmal eine Kiste, aber wie gesagt, haben wir eben schon gemacht. Wir können ja noch auf die andere Seite, ne? In der Haupthalle. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hin. So, dann gehen wir hier hoch und dann hier hin. War aber ja noch gar nicht drin, ne? Bin ich mal gespannt, was wir hier noch haben. Man könnte jetzt theoretisch weitermachen, aber ich möchte erstmal... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, jetzt hätte ich den einen Schuss gut gebrauchen können. Ja gut, Leute. Dann kommt mal her und bäm. Drei auf einmal getroffen. So, sehr schön. So muss das aussehen. So, könnt ihr bitte hinfallen? Ach du Scheiße, schaut euch das an. Da ist noch, da sind noch drei Stück. Noch mehr. Oh Mann. So, zwei Schüsse müssen hier reichen davon. Verbinde das damit. Ihr seht's, ne? Eine Zombie-Armee. Aber wir haben es geschafft, ohne Schaden zu kriegen. Das ist doch mal... Oh, der da vorne ausgerechnet, ne? Boah. Wie sie zucken hier. Pff, schaut euch das an. Alter Schwede, sechs Zombies hier in diesem Raum. Meine Güte, nichts Ungewöhnliches. Oh, diese Musik, die macht die irgendwie auch so ein bisschen unbehaglich, finde ich. Gut, ja, Leon, der Leichenberg, den du da generiert hast, der ist schon übel. Gehen wir erstmal hier in diese Tür rein. So. Oh, hier geht die Musik aus. Warum geht hier die Musik aus? Ach du Heilige, okay. Oh Gott, lauf vorbei! Ah, natürlich! Genau reingerannt hier. Ach, ah, Leon, du hältst dich. Das ist ungut. Ah! Oh Gott. Wo hab ich mich erschrocken? Warte. Ah, nein, lass mich doch! Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, Orange. Musste ich jetzt die Medizin mal schlucken. Was war das denn? Da war ein Arm. Ja, sorry, Leute. Ich musste jetzt eine Medizin da schlucken. Das ging irgendwie gerade nicht anders. Aber da draußen ist ja noch ein grünes Kraut, ne? Alter Schwede, ey. Die versuchen einen aber auch immer zu verarschen, ne? Ich war den aber den Kopf weggetreten. So, warte, was machst du da hinten, Kollege? Du triffst Leon, sehr gut. Du bist ein guter Polizist. Sehr schön. Einfach mal hinlaufen und... Ah, der steht nochmal auf. Ich wusste es doch. So. Bams. Weg mit den Dingern. Alles klar. Ja, ihr merkt's, ne? Wesentlich mehr Zombies sind hier unterwegs, aber das haben wir auch ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Wir haben zwar eine Medizin gebraucht, beziehungsweise ich werde auch das grüne Kraut da draußen gleich schlucken, aber das ist noch in Ordnung, denke ich. So, dann würde ich mal sagen, untersuchen wir das mal hier. So ein Büro oder was das ist hier, ne? Ich glaube, es ist ein Büro, Polizeibüro, ja. Guck mal, da liegt ein Farbband für dich, Leon. Farbband. Nimm das Farbband. Wunderbar. Oh, nachladen könnten wir auch mal wieder. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier noch so erfahren über die ganzen... Oh, schaut mal da, dieses Gerät hier vorne. Erinnert euch das an was? Das sieht genauso aus wie die Passcode-Ausgabegeräte aus dem ersten Teil. Hm, schon komisch, oder? Könnte da eventuell ein Zusammenhang bestehen? Das ist höchst mysteriös gerade. Oh, das Geräusch von dem Deckenventilator macht mich ein bisschen kirre gerade. So, haben wir hier irgendwas?
Hier haben wir auch nichts. Dann gehen wir mal in dieses kleine Büro hier. Ist auf jeden Fall ein Safe. Da haben wir doch bestimmt was drin, oder? Oh, Ziffernblock. Code, warte mal. Wartet mal. Was war da? 2236. Ach, Quatsch. Ja, toll. Ich hab mich verdrückt. Mist. Ja, 1111, klar. 2236. Jawohl. Schau dich das an. Schrotpatronen, yeah. Die können wir sehr gut gebrauchen. Was haben wir da noch? Eine Karte. So, dann können wir uns das doch mal angucken hier. Das war der Safe, wovon die gesprochen haben. Sehr gut. Da war auch tatsächlich Munition drinne. Gucken wir uns mal die Karte an. Schaut mal. Schaut mal, das ist gar nicht so groß, ne? Ja, aber eigentlich doch, aber... Wenn wir die Schlüssel haben, dann geht das. So, wir sind jetzt quasi im rechten Flügel und haben wir hier noch irgendwas? Leon hält sich schon. Haben wir hier irgendwas? Hier war doch was. Ist hier gar nichts an diesem Schreibtisch. Ja doch, ich wollte doch sagen. Ein Kraut. Sehr schön. Das nehme ich auch direkt. Dann sind wir nämlich wieder im grünen Bereich. So. Weil ihr erinnert euch... Oh! Noch eins! Ja, das ist natürlich genial jetzt. Ihr erinnert euch, draußen ist auch noch ein grünes. Das werde ich dann auch gleich noch mit reinziehen. Und das war's dann hier im Prinzip, oder? Ah, hier geht's noch weiter, stimmt. Was ist das für einer? Ist das ein Zombie? Ja, aber der ist... Der ist tot, okay. Der hat zumindest Patronen für uns. Das ist auch schon mal mega nice. Und... Ja, sollen wir hier rausgehen? Wir können mal hier raus. So. Die Tür führt tatsächlich nach draußen. Oh mein Gott. Noch mehr grüne Kräuter. Wir werden ja gerade zugeballert mit grünen Kräutern hier. Stockwerk wechseln. Ich lass die erstmal da. Da ist noch eins. Also, ihr meint's aber gut mit uns. Ah, von der einen Seite aus verschlossen, die ist eh zu. Die meint's ja hier echt gut, ne? Das heißt, die kann ich eigentlich zusammenmischen. Und dreimal grün machen, weil dreimal grün ist ja auch eine Vollheilung. Oder das ist das Beste, was wir im Moment mit den Kräutern machen können. Also macht das bitte dreifach grün hier. So. Genau. Dann misch die auch nochmal bitte zusammen. Und zack. Ja. Ziemlich viel jetzt auf dem Blatt drauf, aber... Ja, wenn die uns hier so viel geben, ist das ja... Ja. Das ist doch gut. Nein, dass wir jetzt eine Vollheilung quasi mit drei grünen Kräutern haben. So, dann war hier vorne noch eine Tür, ne? Genau hier, was ist denn hier? Verschlossen. Der Schlüssel ist ein Herz eigentlich. Okay, Herz, also. Alles klar, dann haben wir quasi das große Büro hier jetzt durchforstet. Und ja, wir sind auch voll, ne, mit Menü technisch. Ich würde sagen, ich bringe jetzt nochmal kurz die Sachen weg. Ah, wie diese stylische Mucke hier. Bringen wir erstmal noch die Sachen weg in die Kiste, weil wir werden hier definitiv Inventarplatz brauchen. Und dann mache ich mal einen Cut rein, weil die Folge ist schon voll. Es ging wieder viel zu schnell. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht, ey. Höchst spannend, dieses Polizeirevier. So, da sind wir doch schon. Leon, pack bitte die Farbbänder rein. Die Shotgun-Muni, ja, wartet mal, die kann ich ja nachladen.
So. Und könnte jetzt theoretisch auch die andere noch nachladen, aber lass das mal. Ich möchte hier ein bisschen Ordnung halt versuchen zu halten, deswegen machen wir das mal so. Ich glaube, das passt soweit. Perfekt. Gut. Dann gehen wir nochmal kurz in die, auf die andere Seite und ja, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, das, liebe Leute, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.